Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich muss leise sein. Ich schleiche gerade im Tempel vom Amun rum. Lass mich frei. Meine Familie braucht mich. Aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Na gut. Die ganze Zeit flüstern halte ich eh nicht durch. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Da ist der nächste Schatz. Ich sagte Stille! Gefangene? Die kann man ja befreien. Was soll ich euch oh denn sagen? Gott, ich bin entdeckt. Ich weiß nichts. Ich hätte nicht in der Tür stehen bleiben sollen. Hm. Ah, Mist, irgendwie. Oh. Ich habe noch leichte Probleme beim Kampf mit dem Feindfokus. Ich habe zwar auf Autofokus gestellt, aber ja, manchmal, man muss schon in die richtige Richtung schauen, sonst rastet das nicht ein. Oh, noch einer. So, jetzt aber. Vielleicht kriege ich den ja meuchelmäßig beiseite. Meine Familie braucht mich. Nee, er hätte mich schon gesehen. Oder? Boah. Der hat gesessen. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Ja, man muss höllisch aufpassen. Hier überall Wachen ringsrum. Lieber mal die Körper verstecken. Besser ist. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Ja, dann würde ich sagen, der nächste Schatz wartet und die nächste Wache auch. Hm, ich glaube. Ja, war schon wieder so ein Vordach. Oh, fange ich Feuer? Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Ja, in bewährter Bitte, Assassin's Creed-Manier. Meine Familie braucht mich. Über die Dächer und ranschleichen. Und heimlich vorgehen. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Ja. Ach da, da ist der Gefangene. Der Flamingo steht da, wie eine Statue. Vajek, bist du das? Hol mich hier raus! Klar. Null Problemo. Sie haben vier andere Priester geschnappt. Ich hoffe, sie sind noch am Leben. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. Ja, die Priester befreien. Flamingos sind aber sehr zahm. Fliehen nicht. So, mal schauen, was Zeno sieht. Wer auch immer glaubt. Noch ein Gefangener. Und? Das ist wahrscheinlich noch einer. Ist was gefangen, genau.
Ja, Gefangene gibt es noch zu befreien und zwei Schätze muss ich noch holen. Scheint ja alles da beisammen zu liegen. Ja, komm her, komm her. Den soll ich doch irgendwie kriegen, oder? Hey, oh Mist, er hat mich entdeckt. Bist du schon müde? Das ist natürlich blöd. Da bist du ja. Oh, die sind aber auch nicht gerade träge. Da bin ich jetzt hier geliefert, dass mich alle Sachen angreifen. Mal nicht. Ja, scheint weit genug weg gewesen zu sein von den anderen. Glück gehabt. Ich rede schon so leise, weil ich mich hier rumschleiche. Automatisch. So, das ist der Haupttempel, Hauptgebäude, also der Tempel an sich. Hatte ich schon mehrfach aus der Luft erspäht. Und die Widderfiguren, das sind ja die Symboltiere von Amun, stehen für Fruchtbarkeit und Stärke. Ja, so ein bisschen Ägyptologie muss ich jetzt auch nebenbei betreiben, weil mich das Szenario doch sehr interessiert, historisch auch. Stehe ich drauf. Antike und so. Schon immer. Oh, ich hoffe, es rumpelt hier nicht am Mikro. Alarm! Hier drüben! Oh, Mist. Ja, die sind nicht blöd, die Wachen hier. Verdammt viele. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Bloß nichts riskieren. Zu viele. Ja, ich muss weiterkommen. Hilft nichts. Also die Türen sind meistens verschlossen. Und man kann nicht alle einschlagen, wie ich das so mitbekommen habe bisher. Eigentlich schade, dass man nicht in ein Gebäude reingeht und ein bisschen plündert oder so. In alle Gebäude meine ich jetzt. Naja, gut. Vielleicht wird das zu viel Ablenkung. Es gibt ja schon genug Ablenkung. Wahrlich. So, linke Flanke. Absichern. Ja, scheint sicher. Dann kann es weitergehen nach rechts. Da steckt echt viel mit zum Detail drin in der Grafik. Der Tempel des Amun. Was sind das eigentlich für Säulen da? So irgendwie Nahrungs... Nee, kann ja nicht sein im Tempel. Oh, oh Gott. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Achso, die sind hinter der Mauer noch, zum Glück. So, Junge. Schlaf gut. Die Götter werden dir nicht vergeben. Ja,
Süße Träume. Säulen mit Löchern drin? Hm. Ist das irgendwie einfach so einsperren? Religiös? Hm, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Wer weiß das? Ja, den muss ich mir, glaube ich, auch holen, den. Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Der steht da ein bisschen blöd. Wenn der Alarm schlägt. So. Wäre das blöd. Uiuiui. Die Götter werden dir nicht vergeben. Gut, der eine hat nichts mitbekommen. Boah, ist das hier so ein heavy-armed Soldier. Da kommt noch einer. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Krieg ich den? Hm, riskant. Ja, dann von hinten. Mist, dieser Linke, der stört mich etwas. Der steht da hinter der... Hm, weiß ich noch nicht. Dies ist ein heiliger Ort! Der Tempel des Amun! Ja, solange es... Ja, hat mich nicht gesehen, zum Glück. Oder gehört. Viel mehr. Die Götter werden dir nicht vergeben! Oh, oh Mist. Der, oh nee. Bist du müde? Dies ist ein heiliger Ort. Der Tempel des Amun. Boah, nee. Der ist nicht so leicht zu kriegen hier. Vor allen Dingen hat der hier volle Kampfmontur hier. Ah. Das doch mal nicht gemacht, Mist. Die Götter werden dir nicht vergeben. Der hat eine gute Deckung, Schilddeckung. Kein Schaden, Mist. Ich habe, glaube ich, die falsche Waffe hier am Start. Bayek! Gott, ich glaube, es wird nix. Ganz ruhig. Ich hole euch hier raus. Ich glaube, ich muss mal eben woanders hin. Ich habe noch was zu erledigen. Ah, er kommt hinter mir her. Verstecken. Ah, immer noch. Scheiße, das war's. Vermisst. So wirst du mir nicht entkommen. Ja, den hätte ich echt nicht angreifen sollen. Was ist das denn hier? Ich hänge fest. So wirst du mir nicht entkommen. Irgendwas? Bisher nicht. Ja, so jetzt aber hier. Mist. Du Wurm. So. Boah, verfolgen mich immer noch? Ist das der Typ? Ach du Schande, Mist. Anscheinend. Der ist aber echt fies. Mist, und ich habe die falsche Waffe irgendwie. Ich wollte doch mal... Hä? So, mal gucken. Grausame Hacke. Was? Wenn du angreifst... Ach so, im Kampf geht das nicht. Ja gut. Wusste ich nicht. Dann muss es so reichen. Oh Gott. Oh nee. Schlecht. Ja, mit diesen beiden kleinen Klingen ist schwierig. Vor allem, weil ich den Kampf nicht ganz so voll beherrsche. Aber ich habe auch die falsche Waffe hier am Start. Na gut, er nimmt Schaden. So. Adrenalin oder so, habe ich das schon? Jetzt. Ja. Endlich habe ich mal dran gedacht. Ein Adrenalin
Stoß, ja, diese super, diesen super Stoß dann zu benutzen. War auch nötig. Ja, also man kann im Kampf nicht die Waffe wechseln. Ja, geht ja in manchen Spielen. Hier nicht. So. Jetzt habe ich meinen Hammer. Meine, ja, ist mehr so ein Hammer, Kriegshammer. Ist ja keine Axt. Was auch immer. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal hier die... Ja, den großen Hammer rausholen. Anscheinend. Aber am besten ist es natürlich immer noch unentdeckt zu bleiben. Naja. Ach, Niederschlag? Ach, Mist. Ich weiß nie, ob man das dann auch noch benutzen kann. Ja, jetzt. Ja, dann muss ich auch Y drücken. Ich hier nie. Wer so auf Kampf fixiert. Na gut. Das sind ja die leicht bewaffneten da. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. So, jetzt aber hier. Stealth Mode aktivieren, bitte. Oh, der steht aber auch da. Gut, Level 1. Kanonenfutter mäßig. Ganz schön heavy die Mission. Langwierig. Na gut, ist ja auch eine Hauptquest. Zeig dich. Na los, trau dich. Nicht so eine Nebenquest-Pille-Palle-Aufgabe. So, die Gefangenen. Und die Schätze. Ja, ich denke mal hier. Und dann nach rechts schleichen. Der Morgen dämmert so langsam. Oder ist das der Mond? Nee, ich glaube der Morgen. Die schlafen noch. Ja, Pfeile habe ich noch alle. Ja, die sollten auch liegen bleiben. Die Jungs, ist noch ein bisschen früh. Kommt mir sehr gelegen. Ja, ich glaube mal hier so von hinten um die Ecken und so. Ist eine gute Taktik. Und diese schwer bewaffneten Leibgardisten, die werde ich nicht nochmal anquatschen. Oder versuchen zu meucheln. Bayek, was hast du hier verloren? Ja, dich befreien, du Nase. Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Ach was. Ja, nochmal drauf treten, es hilft. Boah, geile Statue. Doppelt hält besser. So, Gefangener links. Ja, links. Hey. Und rechts. Oh, boah, stimmt für. Boah, wieder so ein Brocken. Gut, dass ich den erwischt habe. Ich glaube, der wäre jetzt auch nicht ganz so angenehm gewesen im Nahkampf. Der Tempel des Amun. Hör auf zu stöhnen. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. So, zur Linken. Ja. Na, hätte ich vielleicht springen können. Egal, es geht auch so. Die Götter werden dir nicht vergeben. So. Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren. Na gut, man sieht nichts wegen der Palmen, Stechpalmen. So, ich bin ganz nah dran. Dies ist ein heiliger Ort.
Der Tempel des Amun! Auch wieder ein Versteck, wie in, ja, in den älteren Titeln. Bayek, bist du es wirklich? Wenn man da eine gewisse Zeit drin bleibt, dann... So, befreien. Den Göttern sei Dank. Dieser Irrsinn muss aufhören. So, noch ein Priester hin. Bis ihr ungesehen entwischen könnt. Den schaffe ich jetzt auch noch irgendwie. 70 Meter... Also da scheinen nur Pfeile drin zu sein meistens. Hm? Falle legen, genau. Wenn das irgendwie so eine Wache anzündet, dann geht das wohl in die Luft oder er verbrennt sich. Ich habe es noch nicht gesehen, aber... Das war ein Tipp, den ich aufgeschnappt hatte. Oder war es ein Tutorial? Oder beides? Ja, ist ja richtig Arbeit hier, diese Quest. Ja, die Texturen, klein und nicht unscharf sind sie, weil ich habe sie nur auf Mittel gestellt. Angesichts meiner 2 GB Videoram. Ja. Ich glaube, ich brauche doch eine neue Grafikkarte. Wieder. Jede Menge wieder. Aber diese Atmosphäre finde ich ja echt so atmosphärisch. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe. Das ist wieder so ein Heavy Gardist. Nee, ich glaube nicht. Holt mich hier raus! Hey! Also bei Gelb, bei Weiß ist noch okay, aber bei Gelb wird es gefährlich und bei Rot, ja, dann erst recht. Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie kommt tot. Da einer? Ist da jemand? Ja, die sind ein bisschen alarmiert. Wer bist du? Zumindest haben sie was gehört. Oder gesehen. Oh. Hey, was? Ah, Mist. Ich schlitze dich auf. Oh nee, ich wollte weg. Ah, die Richtung ist. Ja gut, ich hab ja meinen Vorschlaghammer rausgeholt. Oh nee, noch einer. Boah. Ich hab das Ziel in sich. Na gut, jetzt geht's los. Na gut, nicht so schnell der Hammer. Ah, Seno hilft mir gut. Aber wenn ich treffe, dann... Du hättest nicht herkommen sollen. Macht Wumms. Kein schwerer Schuss. Aber, oh, wo sind sie? Hä? Hallo? Deine Zeit ist ach, da oben. Na, ja, Mist. Schon wieder. Ein einfacher Schuss. Ja, diese Richtungspeilung. Ich habe doch auf Auto Target gestellt. Aber muss die Richtung schon stimmen? Verdammt! Wir müssen aufholen! Da bist du ja! Oh nee! Geht es euch gut? Ich den Gefangenen noch erschlagen. Ich bin ziemlich mitgenommen. Aber es geht schon. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben mit der Richtung. Versteckt euch, bis ihr aus dem... So. Bei Amuns Gnade. Ah nee. Das waren alle. Boah. Okay, ich habe die Gefangenen alle befreit. Schon mal gut. Bei meiner Kampftechnik muss ich noch arbeiten. Voll der Wumms. So. Hui. Ich glaube, das
brauche erstmal eine kleine Pause. Bringt mir die Namen der Einwohner, die und regelmäßig die den Tempel besuchen. Zeit ist ja auch schon um sozusagen. Da würde ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, der Argonaut.